Hallo, liebe Stadionfreunde, und herzlich willkommen zu MDS TV. Pyroman Nils steht neben mir. Und heute starten wir die erste Serie von hoffentlich vielen Videos. Heute versuchen wir innerhalb eines Tages alle Fußballvereine von Hannover zu besuchen. Und mit welchem Stadion starten wir? Mit dem Niedersachsenstadion. So, ich würde mal sagen, dann machen wir erstmal ein Erinnerungsfoto. Super, okay. Was ist als nächstes dran? Der SC Elite. SC Elite, auf geht's. Nils, die Uhr stoppst du, ne? Die Zeit läuft. Die Zeit läuft und das Wetter ist mal wieder Fritz-Walter-Wetter, wie immer. Ja, wir sind bald da und das Wetter ist top. Es regnet wie verrückt. Nils, machen wir auf. Ja, gleich. Gleich. Nils, was sagt die Stoppuhr? 9 Minuten knapp. Oh. Hier stehen wir vor SC Elite. So, jetzt stehen wir vor dem SC Elite. Ich würde sagen, lass ein Schnellfoto machen, bevor hier noch die tausend Leute vorbeikommen. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Übrigens hier beim SC Elite. Ich hoffe, man kann das überhaupt hören, weil hier voll der eklige Wind gerade ist. Nach den 96 Spielen gehen, geht man hier einfach vorbei. Und viele trinken dann. Was ist denn jetzt unsere nächste Station? Ich würde sagen, wir fragen mal Dr. Google. Dr. Google. Und schauen einfach mal bei Maps, wo wir als nächstes hingehen. Für die Orientierung ist das, glaube ich, das Beste. 13 Minuten jetzt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Alexandria. Alexandria. Lindner Sportverein Alexandria. Alexandria hört sich ägyptisch und griechisch an. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt begegnen wird. Nils, was hast du vor? Jetzt sind wir bei Verein Nummer 3. Verein Nummer 3. Ich bin schon kaputt. Nils, Erinnerungsfoto? Jawohl. Wunderbar. Super. Weißt du irgendwas zu Alexandria? Alexander der Große. Hat auf seinen riesen Eroberungszügen mehrere Alexandrias gegründet. Auf jeden Fall. Ich komme unter anderem auch aus einer Stadt, die Alexandropolis. Oder Polis, oder keine Ahnung. Ich komme übrigens auch aus einer Stadt, die Alexandropolis heißt. So, diese Info hat euch natürlich jetzt bereichert. Und jetzt wurde jetzt präsentiert von Alexandria. Jetzt geht's LSV weiter. Alexandria. Was heißt LSV? Lindner Sportverein Alexandria. Leistungssportverein. Wahrscheinlich. Nils, was sagt die Stoppuhr? Oh ja, ups. Alter. Oh. Der Junge hat zwei Handys. 21 Minuten, oh mein Gott. Und wir haben drei Vereine geschafft. Und das Wetter wird immer besser. Auf geht's zur Bahn. Wir stehen jetzt hier vor dem Linden Fischerhof. Überall Sticker. Da werden wir einsteigen. Und dann geht es zum TuS Rickling. TuS Rickling. Ich sehe nichts. Es ist schon wieder was passiert. Ja, der LSV Alexandria hat uns Repostet und wir haben eine nette Nachricht dazu noch bekommen. Was haben Sie geschrieben? Kommt gerne mal vorbei, wenn die Saison startet, ab dem 4.8. Oh mein Gott. Das heißt, neuer Stadionblock. Neuer Stadionblock. Incoming. Wir sind jetzt bei Beke-Straße ausgestiegen. Es geht jetzt weiter. Traumwetter von Hannover geht weiter. Auf jeden Fall. Grüße gehen raus an LSV Alexandria. Wir nähern uns immer mehr. Was? TuS Rickling. Ich meine natürlich TuS Rickling. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben es geschafft. TuS Rickling. Nils, Erinnerungsfoto? Jawohl. Regentropfen auf dem Display machen es dir gerade nicht einfacher, das in die Hand zu haben. So. Wunderbar. Und wie lange haben wir dafür gebraucht? Ganze 52 Minuten, fast 53 Minuten für vier. Fast eine Stunde für vier Vereine, verdammt. Jetzt gucken wir uns erstmal hier den Platz kurz an.
Da geht doch das Groundhopper-Herz auf. Aber selbstverständlich. Deswegen wird er hier auch mal ganz schnell gespottet. Auf jeden Fall. Und die Sonne kommt raus, herrlich. So, und wir wurden schon entdeckt. Wir wurden entdeckt. So, die Sonne scheint wieder. Der Regen hat aufgehört. Im Hintergrund trainiert der TuS Rickling. Und wir machen das auf dem Weg zum TSV Saxonia. TSV Saxonia. TSV Saxonia. Ich kann das nicht. Saxonia. Saxonia. Genau, Saxonia. TSV Saxonia. Alter, sag du das. Wir gehen als nächstes zum TSV Saxonia. TSV Saxonia. So, auf geht's. So wie ich es mir gedacht habe, der erste Mensch, der uns erkannt hat, anstatt Hallo sagt er, wo sind die Pyros? Und wir kennen uns angeblich. Naja, wenn du das siehst, dann schreib mir mal. Ich bin gespannt, wer du bist. Jetzt geht's. Ich habe den Namen jetzt gelernt. TSV Saxonia. Ich bin jetzt ganz doll verwirrt. Immer diese Groundhopper hier. Ja. Wir sind hier beim alten Beke-Stadion, beim Sportfreunde Rickling. So wie es aussieht, wird hier kein Fußball mehr gespielt. Wir haben es auf der Liste auch nicht gefunden. Was eigentlich schade ist, auf jeden Fall, hier gibt es eine Tribüne und auch hier eine Kabine, wahrscheinlich für den Stadionsprecher von damals. Ich würde sagen, wir machen hier trotzdem Foto, oder? Auch wenn wir niemanden markieren können. Ja, jetzt muss das Handy auch langsam rauskommen. Ja. Machen wir das so mit der Tribüne im Hintergrund. Ja, genau. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben ja auf jeden Fall. Wir haben jetzt vier, ich weiß nicht, ob wir diesen jetzt Verein oder diesen Spot jetzt zählen sollen. Ja. Zählen wir mit, ne? Zählen wir mal mit, wir sind jetzt bei 1:11. 1:11. Da würde ich sagen, wir suchen immer noch TSV Saxo. Saxo. Ey, was? Saxonia. 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 Willkommen. Er fliegt schon wieder. Also ich frage mich, ob das hier ein Lost Place ist oder ob hier wirklich überhaupt irgendwas passiert. Wirklich hier sehr, sehr verlassen. Naja, schreibt es runter in die Kommentare. Was wisst ihr über die Sportfreunde Rickling oder über dieses Stadion? Sehr sportlich. Ich frage mich, ob wir den TSV Saxonia, richtig ausgesprochen, heute noch finden werden. Weil es kommen immer andere Sachen. Lost Places, irgendwelche Vereine, die nicht mehr existieren. Aber ich will dieses TSV Saxonia entdecken. Ich glaub's nicht. Der berühmte TSV Saxonia. Ah. Fotografie-Spot. Haben wir hier auch schon. Wir haben es geschafft, TV Saxonia, und jetzt machen wir das Foto schnell. Nils, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt... Uhr, was sagen Sie? Stunde... Eine 17. Stunde, 17 Minuten. Alles klar. Dann geht's weiter zum nächsten Spot. Der nächste Verein ist übrigens Niedersachsen-Dören. Die haben auch noch einen anderen Namen. Und wir müssen erstmal irgendwie zum Zentrum von Hemmingen, um dorthin zu gelangen. Also kommen wir doch schon irgendwie heute so ein bisschen auch außerhalb von Hannover raus. Wir haben jetzt 5 Vereine und wir haben noch sehr viele vor uns. Ich frage mich, wie dieser Tag noch zu Ende gehen wird. Wir sind... Wo sind wir? Wo sind wir? Ja. Hier steht auch nichts. Wir sind irgendwo in... Ey, das... Stadtfriedhof Rickling sind wir und warten jetzt auf die 13 Richtung Hemmingen. Eigentlich mal hinsetzen, wer hatte diese Idee, Alter? Ach, wenigstens. Was sagt die Uhr eigentlich?
Jetzt bin ich gespannt. Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Oh. Was für krasse Tage. Jetzt kommt das Finale. So, würde ich mal sagen, auf geht's. Zwei Haltestellen. Ja. Perfekt. Und dann in den Bus. Und dann noch den Bus. Mein Gott. Steigen Sie aus. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in Hemmingen. So, das habe ich auch abgehakt. Einer von meinen großen Zielen. So. Jetzt warten wir auf jeden Fall auf den Bus. Auf welchen Bus? Auf den 363. Der Bus kommt, der Bus kommt. Wir haben einen ganzen Bus für uns alleine. Wir haben ja irgendwie mit dem Bus eine Station verpasst. Deswegen steigen wir jetzt in die Bahn ein und machen uns auf den Weg zu Niedersachsen-Dürren. Jetzt sind wir beim Dürrener Turm ausgestiegen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden schon vergangen sind. Let's see. Ich habe gesagt, ich möchte es nicht wissen. Und? Zwei Stunden? Zwei Stunden seit dem Niedersachsenstadion. Oh, das geht doch eigentlich. Zwei Stunden und fünf Vereine, oder? Ja, und ein Lost Place. Und ein Lost Place. Und eine Flitzeaktion. So, wo lang? Wir haben den nächsten Verein gleich erreicht, Niedersachsen-Dürren. Man hört schon, dort findet eine Veranstaltung statt. Lassen wir uns mal überraschen. So wie es aussieht, steigt hier ein Fußballturnier. Wir waren gerade bei einem Fußballturnier von verschiedenen Firmen. Das war das Trainingsgelände von Niedersachsen-Dürren und SC Schwalbe. FC Schwalbe. Gut, haben wir das auch abgehakt. Das ist gerade total peinlich. Da drinnen sind Leute, die jetzt ganz schnell das Foto. Ganz schnell das Foto. Voll peinlich. So. Und was sagt die Uhr? Die Uhr sagt. Oh, das kannst du ja auch nochmal machen. Wollt ihr mich nicht drücken? 2 Stunden 24. 2 Stunden 24. 6 Vereine. 10 sollten wir Minimum führen. Mindestens. Der nächste Verein, den wir besuchen, ist VfL Eintracht Hannover. So ist es. So sieht's aus. Liebe Stadionfreunde, wir waren etwas zu optimistisch. Ich glaube, es wird einfach mehrere Teile von diesem Video geben. Von der Stadt Hannover. Anfangs wurde gehofft, dass es mehrere Videos in diesem Format gibt. Also. Ja, also wir haben das echt unterschätzt. Und mit den Öffis. Ich sag mal so, wir sind glaube ich froh, wenn wir so mindestens 10 Vereine abgeklappert haben. Aber es soll ja eine Herausforderung sein. Diese wollten wir uns stellen. Und wenn man an dieser Herausforderung, wenn man sie nicht schafft, dann muss man sich auch mal geschlagen geben. Das stimmt. Aber wir halten weiter durch. Genau, wir werden auf jeden Fall versuchen, so weit wie möglich zu gehen, solange es die Füße überhaupt uns erlauben. Ich sehe da etwas. Was ist es? Die Eintracht. Aber die Hannover Eintracht. So, VfL Eintracht Hannover von 1848. Auch ein älterer Verein. Nichts. Du weißt, auf was ich warte. Das obligatorische Selfie. Und was? Das scheiße, oder? Und was sagt die Uhr? 2 Stunden 48. Vamos. Weiter geht's. Ja, so sieht der Platz aus. Nils, wen wollten wir grüßen? Grüße gehen raus an die rote Anhängerschaft auf TikTok.
Marc, ich meine dich. Wir sind wieder am Dörener Turm. Nächste Bahn. Er fährt sogar bis Hauptbahnhof direkt. Dann geht's los. Wir sind jetzt am Hauptbahnhof, wo es geht weiter. Aber erstmal was zu trinken holen. Raschplatz. Wir sind jetzt an der Glocksee, wir sind in Linden und wir wollen jetzt zum Linden um 7. Linden und SV Linden um 7. Und wir warten jetzt auf unseren Bus. Er kann einfach nicht mehr. Seine Frisur. Die Frisur hält nicht. Hast du schon gedrückt? Wir sind bei SV Linden 07. Grüße gehen raus an Dokan und Ole und Nils. Was haben wir vergessen? Oder was haben wir nicht vergessen? Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt ja, schon fortgeschrittene Zeit. 3:45. Knapp. Aber wir schauen uns jetzt mal ein bisschen an, was Linden 07 zu bieten hat. Man geht hoch. Schaut euch mal hier die Plätze an, Alter. Also ich würde sagen, schon modern, ne? So, keine Ahnung, welche Liga die spielen, aber sieht nicht verkehrt aus. Ich glaube, das war jetzt Station Nummer 8, glaube ich, oder? Nummer 8. Ich muss sagen, von diesen 8 Vereinen, die wir jetzt besucht haben, bei Linden, weiß nicht, die Sonne strahlt und ich habe irgendwie voll die positiven Frühlingsgefühle. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Ja, irgendwie hat das hier einen ganz eigenen Vibe. Gefällt mir auch sehr. Und die Sonne scheint, also es ist wirklich... Die Sonne ging auf, als wir hier in dieses Stadion gegangen sind. Also. So sieht's aus. Und jetzt machen wir einen kleinen Stopp. Wir möchten was essen und... Ja, Dokan hat ja immer so viel von Lamuro gesprochen. Wir werden mal schauen, ob wir den Laden hier finden werden. Der Döner soll ja so gut sein und dann testen wir das mal selber. Und noch ein gutes Zeichen, die wurden noch aus gar keinem Verein hier rausgeschmissen. Immer diese Influencer. Der Bus kommt. Nicht die Pyros, der Bus kommt. Der Hunger ruft. Schon so lange nicht mehr hier auf dieser Limmerstraße gewesen. So, wir nähern uns dem Dönerladen. Vergiss nicht, die Stoppuhr zu stoppen, ne? Damit nicht unnötig Zeit vergeht. Mach einen Stopp bei 4 Stunden 26. Ja, super. Ja, hier ist dieser berühmte Lamuro-Döner. Ich bin immer gespannt. Ja. Muss man erstmal sortieren, das Ganze. Ich wollte gerade sagen. Ich nehme lieber. Lass dich schon mal weg. So, auf geht's. Ist auf jeden Fall gut. Aber am Ende kann ich viel mehr sagen. Mal gucken, was der Pyromann sagt. Man muss erstmal schaffen, den Döner zu halten. Das ist schon die erste Schwierigkeit. Ich brauche hier schon mal meine Serviette. Ja, erstmal lieber zur Seite. Auf geht's. Auf jeden Fall mal erfrischend anders. So, gegessen und jetzt kannst du wieder losgehen hier. So, wir haben gegessen und ich muss sagen, der Döner war gut. Auf jeden Fall, der hat mich gekillt. Aber jetzt, ob er der Beste war, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber es war auf jeden Fall gut und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Herrenhäuser Gärten. Sehr nice.
keinen Euro mehr. Gerade Königsworter Platz. Jetzt geht's in Richtung Herrenhäuser Gärten. Angekommen bei den Herrenhäuser Gärten. Nils, ich habe gehört, jetzt wird noch eine dritte Person hierher kommen. Jawohl, mein Cousin Timo. Der hat seinen Insta-Kanal, kann man mal auschecken, und auch bei YouTube. Timo Thiele Fotografie. Alles in einem Wort. Alles klar. Ist das auch so ein Ultra wie du? Ja, ist ein bisschen ruhiger. Okay, das ist das. In anderen Dingen Ultra. Okay. Hallo, mein Name ist Timo. Hi. Grüß dich, Mustafa. Und? Geht ab, ey. Gut unterwegs aus. Bonus? Ja, ganz gut. Wir müssen jetzt mit dem Auto weiterfahren, weil Nils hat eine Beinverletzung, er kann nicht mehr gehen. Ach, ihr habt ein Weihnachtsgeschenk. Und ein Weihnachtsgeschenk. Ich hab ein Weihnachtsgeschenk. Nach 6 Monaten Weihnachtsgeschenk. Ja, versuch mal durchzuziehen. Ich versuche. Ja. Aber Ski oder was? Ja, natürlich. Pack mal aus hier. Live Reaction. Original aus dem Osten, ne? Alter. Nicht aus Hannover, sondern ja, original ist aus dem Osten, Alter. Danke extra für den Auto. Okay. So, wir sind hier beim SV Odin und Fuß Marathon. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Wenn ja, dann schreibt es runter in die Kommentare. Nils, was müssen wir noch machen? Ach ja, das Selfie. Unser Selfie. So mit. Was sagt die Uhr? Oh, knappe 5 Stunden, 10 Vereine. 5 Stunden, 10 Vereine. Ich würde sagen, das ist gut. Oder ist voll scheiße, aber für uns ist das gut, weil wir haben die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Oder die Füße. Oder die Füße, genau. Und am Ende, wie gesagt, Nils, er hat eine richtig große Verletzung. Sind wir jetzt mit dem Auto noch hier. 74. Hannover 74. Zack, 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 zack. So, 74. Ja. Wir sind dort. Ja. Oh, dahin. was sagt die Uhr? Die Uhr sagt bestimmt kurz nach den 5 Stunden. 5 Stunden 13. Super. Die alten Trödler. Sehr nice. Schauen wir uns nochmal den Platz hier an. Immer diese Influencer. Raus aus dem Stadion. Super, Junge. Gerade sahst du einfach aus wie Bay, Alter. Von Tokyo Hotel. Ich hab's auch gefilmt. Was ist das für ein Sticker, Alter? Groß wie die Tonne. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt. Wo sind wir? Wir sind im Zooviertel. Hinter uns ist der Zoo. Vor uns ist das Kongresszentrum. Und gleich sind wir bei der 96 Akademie und da werden wir auf jeden Fall diese Tour für heute beenden. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen, aber es hat leider nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber wenn ihr Bock habt, wenn ihr zugucken wollt, wie wir weiter so leiden, dann schreibt gerne, welche Vereine wir als nächstes besuchen sollen. Und das macht ihr genau jetzt. Und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg. Ja. So, wir sind bei unserem letzten Spot. Vor dem Allenriede-Stadion. Last but not least, ne? Letztes Selfie für heute. Was sagt die magische Uhr? 5 Stunden 55 sind es hier. Ja. Fast genau. Komm, wir warten noch hier. 4, 3, 2, 1 und 5 Stunden 55 und wir stoppen Super. Das Ganze. Und ich würde auch sagen, es reicht wirklich für heute. Meine Füße sind wirklich am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also wir hatten echt Bock, wir wollten wirklich alle Vereine besuchen, aber
das ist doch nicht so einfach gewesen, wie wir uns das gedacht haben. Nils, wenn du jetzt ja. ein paar abschließende Worte, dann beende ich das. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Man hätte wahrscheinlich das Fahrrad oder andere Verkehrsmittel nutzen müssen, um das Ganze an einem Tag zu schaffen, aber es sollte ja auch eine kleine Herausforderung sein. Hat Spaß gemacht. Dann halt auf neue Teile. Vergesst die Vereine nicht in den Kommentaren. Genau, vergesst nicht. Schreibt gerne die Vereine rein, die wir besuchen. Schreibt gerne die Vereine rein, die wir besuchen sollen. Und jetzt gehen wir erstmal zum Biergarten, trinken was. Vielleicht sehen wir auch ein Spiel an, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall total platt. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf euer Feedback. Bis bald. Ciao.